Fahrplanwechsel im Dezember 2013 wird die Stadtbahn Nord ihren Betrieb aufnehmen. Knapp ein Jahr vorher ist die künftige Trasse im Stadtgebiet Heilbronn deutlich zu erkennen. Entlang der 3,7 Kilometer langen Strecke laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Überall hat der Gleisbau begonnen, werden Obermasten aufgestellt und die ersten Haltestellen eingerichtet. Zusammen mit dem Bau der Stadtbahn erhält die Allee ein neues, noch grüneres Gesicht. Die Randbereiche werden neu gepflastert. AOK-Geschäftsführerin und Allee-Anliegerin Michaela Ierheimer erklärt, welche Erwartungen sie mit der Stadtbahn verbindet. Ein schnelles, umweltfreundliches und modernes Nahverkehrsnetz macht die Stadt Heilbronn mit Sicherheit noch attraktiver. Wir, die AOK, begrüßen diesen Ausbau, weil künftig unsere Kunden uns noch schneller und noch bequemer erreichen können. Wir halten zwar hier in unserer Tiefgarage auch 22 Stellplätze für unsere Kunden vor, aber ich denke, der Umstieg auf das öffentliche Verkehrsmittel macht es leichter, je besser das Nahverkehrsnetz ausgebaut ist. Von der Allee wird die Stadtbahn Nord künftig in die Weinsberger und dann in die Paulinenstraße einbiegen. Hier werden insbesondere die Bewohner der Nordstadt, aber auch die Schüler des Technischen Schulzentrums von der Stadtbahn profitieren. Ursula Stäuble, Rektorin der Johann-Jakob-Wiedmann-Schule, freut sich auf die Haltestelle, die direkt vor der Schule gebaut wird. Wir freuen uns sehr darüber. Die Anbindung an die der Infrastruktur gelingt so besser. Es sind ca. 4.200 Schüler, die hier wöchentlich einlaufen in das Schulzentrum und 260 Lehrkräfte. Und die freuen sich natürlich alle, wenn sie kurze Wege haben zur Schule. Viele Schüler kommen aus dem Stadt- und Landkreis, haben bisher erhebliche Mühen auf sich nehmen müssen, vor allen Dingen morgens rechtzeitig in die Schule zu kommen. Wir erhoffen uns da eine deutliche Verbesserung. Die spektakulärste Baustelle für die Stadtbahn befindet sich am Sülmertor. Wo früher nur Autos fuhren, wird künftig auch die Stadtbahn verlaufen. Deshalb wurde die Bahnunterführung jetzt verbreitert, damit die Bahn von hier aus künftig das Industriegebiet erschließt. Die Haltestellen liegen am Industrieplatz, an der Austraße zur Einmündung Hans-Rieser-Straße und am Kaufland, wo die Stadtbahn Neckarsulm und den Landkreis Heilbronn erreicht. Der technische Projektleiter für den Stadtbahnbau, Andreas Berg, berichtet, wie die Bauarbeiten nun nach dem Wintereinbruch weitergehen. Also wir haben Winter in gewissem Maße einkalkuliert. Wir haben Winterbaumaßnahmen, Sie können das Zelt sehen, vorgesehen. Also die Baustelle ein bisschen trocken halten, sie anzuheizen, um Arbeiten durchführen zu können. Es klappt nicht so ganz gut wie vorgesehen, aber wir sind trotzdem an sich noch guter Dinge, trotz der Verzögerung und des Wetters den Termin zur Einweihung im nächsten Dezember einhalten zu können.